Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Know-How zum zweiten Teil der Webinarreihe. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen von FX Flat. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder über unseren neuen Tool bei FX Flat reden können, den Stereo Trader, den wir ja offiziell seit ungefähr schon gut 2 Wochen jetzt bei uns anbieten. Ich zeige Ihnen auch gleich, wo Sie den Stereo Trader natürlich, falls Sie jetzt die Aufzeichnung sehen und jetzt nicht live dabei sind, dann natürlich auch herunterladen können und benutzen können. Also über Handelsplattformen Stereo Trader finden Sie Informationen und auch entsprechend die Voraussetzungen, wie Sie den Stereo Trader für Sie nutzen können. Zurzeit ist der Stereo Trader für den MetaTrader 4 vorhanden und demnächst aber auch für den MetaTrader 5. Hier steht dann erste Informationen zum Stereo Trader sowie das Handbuch, aber auch die erste Aufzeichnung bzw. das erste Webinar. Da hatten wir eine kleine Einführung gemacht und den Stereo Trader entsprechend gezeigt. Und den Link werde ich Ihnen gleich in den Chat kopieren. Und ansonsten, weil ich weiß, dass heute wirklich viel zu besprechen ist, heiße ich natürlich an der Stelle auch Dirk Helga herzlich willkommen und wünsche guten Abend und ich hoffe, du hörst mich immer noch, dass die Technik funktioniert. Ich bin ganz gespannt auf das, was du sagst. Nee, auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen und freue mich natürlich, auch hier wieder dabei sein zu dürfen. Prima, dann wollen wir keine Zeit verlieren und ich werde jetzt den Bildschirm übertragen. Und bin immer noch im Hintergrund und beantworte natürlich Fragen, die ich beantworten kann. Ansonsten, Dirk kann auch die Fragen sehen und lesen. Und von daher von meiner Seite aus viel Spaß. Kann man meinen Bildschirm sehen? Ja, kann man. Okay, wunderbar. So, wir haben ja das letzte Mal, haben wir halt so die Grundlagen besprochen, so die generelle Funktionsweise vom Stereo Trader. Und also generell, wie man halt eine Market Order aufgibt oder halt eben auch eine Pending Order in den Markt bekommt und so weiter. Und ich würde an der Stelle jetzt gerne fortfahren. Das heißt, ich werde mich jetzt ein bisschen intensiver mit den Orderarten auseinandersetzen. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, boah, langweilig, nicht so ein tolles Thema. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal vorausschicken, was ich auf jeden Fall hier auch mal gleich zeigen werde. Das ist eine Orderart, die es in keiner anderen Plattform gibt. Das ist diese Limit Pullback Order. Und ich glaube, da kann man halt wirklich, ohne zu sehr auf den Kessel zu klopfen, zu sagen, das ist halt fast schon eine, auch wenn es ein bisschen platt klingt, Gelddruckmaschine. Also man kann es zumindest sehr gut einsetzen, um sein Risiko zu begrenzen oder halt eben tatsächlich die Profite damit auch auszubauen. Und ich habe das heute auch nochmal live bei Facebook in meiner Gruppe unter Beweis gestellt und auch schon ganz oft gezeigt. Und darauf werde ich auf jeden Fall auch noch eingehen und auch mal einen statistischen Vergleich zeigen, was dabei rauskommt, wenn man so eine Orderart benutzt im Vergleich dazu, wenn man jetzt zum Beispiel Standard-Orders benutzt. Also das wird auf jeden Fall hier ein Thema sein. Und werde aber jetzt erstmal grundlegend auf die Orderarten an sich eingehen, beziehungsweise die Order-Attribute. Dazu nochmal ein ganz kurzer Schwenk zurück. Also der Stereo Trader kennt ja zwei Arten von Orders generell. Das heißt einmal die Order, die man, wenn man sie aufgibt, entsprechend auf dem Server beim Broker landet und von dort auch ausgeführt wird. Und dann eben die MIT-Order. Also dazu klar mal ein kurzer Rückblick hier, wer das letztens vielleicht verpasst hat oder auch nicht ganz verstanden hat. Also wenn man hier oben aufs Logo klickt, wenn der Stereo Trader geöffnet ist, und dann findet man hier im Bereich Trading, oh, ich bin hier auf schwarz, ne? Ich stelle das mal eben um auf eine andere Farbe, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Ich gehe hier mal auf grau, dann wird das alles ein bisschen deutlicher. Das dauert einen Moment, so, jetzt haben wir es aber. Und dann zwar hier, also Klick aufs Logo, ja, damit kommt man immer rein und raus ins Setup und dann hier oben im Bereich Trading. Und dort gibt es die MIT-Funktionsweise. Und wenn die eingeschaltet ist, und dann hat man auf jeden Fall die ganzen Order-Attribute, die zur Verfügung stehen. Ansonsten ist das eingeschränkt. Und deswegen, so ist es auch per Standard eingestellt. MIT-Funktionsweise ist ausgeschaltet für Stop-Loss und Take-Profit, eingeschaltet für Limits, eingeschaltet für Stops. MIT, das auch nochmal ganz kurz zur Erklärung.
wie es hier auch dran steht, wenn man die Maus drüber bewegt. Das ist eine synthetische Order. Das heißt, die wird vom Stereo-Trader ausgeführt und nicht vom Broker. Heißt aber auch, ganz klar, muss man immer dazu sagen, wenn der Stereo-Trader natürlich nicht läuft und da wird die Order auch nicht ausgeführt, dann existiert die auch nicht. Und die Vorteile von dieser Orderart liegen halt schon recht deutlich auf der Hand. Also zum einen kann ich halt auch Orders aufgeben, wenn zum Beispiel der Markt geschlossen hat, und kann ich schon mal Orders platzieren, das ist das eine. Das andere ist, ich kann die Orders wesentlich schneller löschen und beziehungsweise setzen, weil ich halt ja auch dazu letzten Endes keine Verbindung zum Broker brauche, und ich habe eine deutlich erhöhte Funktionsweise, kann nämlich dann auch Orders zum Beispiel für Teilverkäufe und so weiter nutzen, was mit den normalen Orderarten vom MT4 ja so nicht funktioniert. Und das ist also hier eingeschaltet, und um jetzt auch die ganzen Funktionen, die ich jetzt zeigen werde, muss es auch so aussehen. Ich bleibe auch hier im Handelsmodell, im Stereo Future. Dazu auch nochmal ganz kurz, das ist das Handelsmodell, wo alle einzelnen Positionen kumuliert werden und ich immer nur entweder Long oder Short bin, dafür aber eben halt immer nur den Break-Even handle und entsprechend auch solche Sachen machen kann wie Teilverkäufe. Also das ist jetzt erstmal das Grundsetting, was man braucht, um das jetzt hier nachzuvollziehen, was ich gleich zeigen werde. Und das eben halt nur nochmal als kurzen Rückblick. Also MIT eingeschaltet, weil wird vom Stereo Trader ausgeführt und nur dann gibt es die ganzen Funktionen. Wenn man hier irgendwas einstellt, einmal auf Anwenden und dann ist es entsprechend auch hinterlegt. Um jetzt zum Beispiel eine Order aufzugeben, ja, ich zeige es eben auch hier nochmal ganz kurz. Ich mache hier unten das mal eben weg, mache mal kurz das Terminal da unten auf, damit man das besser sieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Order aufgebe, ja, also hier eine Buy-Stop oder eine Sell-Limit oder eben umgekehrt, und dann erscheinen die hier unten alle nicht. Ja, normalerweise, wenn ich am MetaTrader eine Order aufgebe, erscheint die erscheinen nicht, weil das sind die MIT-Orders. Würde ich das jetzt umstellen zum Beispiel, ja, also die beiden Häkchen da weg, wenn ich dann eine Order setze, und dann sieht man auch entsprechend, dann erscheinen die hier unten auch. Das sind entsprechend die Orders dann auf dem Server. So, einmal kurz hier weg und stelle es aber nochmal zurück. Das eben nur nochmal zum Verständnis. Die Order-Attribute oder generell, wenn ich eine Order bearbeiten möchte, mal angenommen, ich sage hier, ich mache da eine Limit Long, ich mache das ein bisschen größer, damit man es auch ein bisschen besser sieht. Ob jetzt hier der Markt funktioniert, weiß ich nicht. Ansonsten gehe ich gleich ins History Trading, damit wir hier nicht auf Kurse die ganze Zeit warten müssen. Um jetzt zum Beispiel so eine Order zu bearbeiten, also generell kann ich die ja jederzeit verschieben. Ich kann aber auch hier in Order bearbeiten gehen und habe dort auch wiederum Zugriff auf die Order selbst. Ja, also immer die letzte, die ich angeklickt habe oder die letzte, die ich in den Markt reingegeben habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die nächste setze, und dann sieht man hier am Kurs, die hat einen völlig anderen Kurs als die vorher, und dann bin ich entsprechend in der Bearbeitung von der Order dann halt drin. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt verschiedene Order-Attribute. Ja, also kann ich also hier zum Beispiel angeben, wenn jetzt zum Beispiel diese Order, wenn die gefüllt wird und hier ist CA an, ja, da würde das bedeuten Cancel All, also alle anderen Orders löschen. Das heißt, also, sobald die dann gefüllt wird, wenn ich dann noch andere Orders am Markt habe, würden die alle gelöscht werden. Aber wie gesagt, bei der Bewegung, das habe ich mir schon fast gedacht, deswegen habe ich das mal vorbereitet, mache ich das auch mal schnell, dann switche ich nämlich hier mal zum anderen Modus, beziehungsweise zum History Trading und aktiviere das mal kurz und dann bewegt sich da nämlich jetzt auch wenigstens was. So. Ja, es geht natürlich jetzt alles ein bisschen schneller, weil ich ja halt hier eben in der Historie unterwegs bin. So, wie das übrigens geht, dazu werden wir auch nochmal ganz sicherlich irgendwann ein Webinar machen, also wie man das History Trading aktiviert, sodass man in der Vergangenheit handeln kann. Ist eigentlich auch kein großes Hexenwerk, aber sehr hilfreich, wenn man halt Funktionen entsprechend ausprobieren will. Ich muss hier nochmal gerade das Tempo ein bisschen justieren, damit es hier nicht zu schnell geht. So, und werde jetzt halt mal zum Beispiel hier, wenn ich jetzt als Beispiel da eine Order setze, so, zum Beispiel hier eine Sell Limit. Und wenn ich dem jetzt sage, hier bei Edit Order, Cancel All, ja, ich setze mal noch eine Long Order, eine Short Order, hier unten noch eine Long. Und wenn jetzt als Beispiel, wenn die gefüllt wird, so, da ist es schon gefüllt, dann hat man gesehen,
alle anderen Orders sind jetzt entsprechend verschwunden. Das war halt einfach wegen dem Attribut, ja, um das nochmal zu zeigen, cancel any other, also ist jetzt hier auf Englisch, kann ich aber auch gleich noch umstellen, also dass alle anderen Orders entsprechend gelöscht werden. Ja, spielt jetzt keine Rolle, ob die dann long oder short ist, sobald einer von denen gefiltert wird, sind die anderen alle weg. Ja, jetzt ohne halt hier einen großartigen Trading-Ansatz zu beschreiben, aber ich denke, das ist nachvollziehbar, also vielleicht nur mal einen zu nennen, wenn ich zum Beispiel long bin und nutze eine Short-Order als Teilverkauf und der Teilverkauf wird erreicht und danach werde ich ausgestoppt, ja, dann will ich ja zum Beispiel haben, dass entsprechend halt die anderen Orders dann halt weg sind. Oder ich setze entsprechend, was ja halt auch denkbar ist, ich habe ein Bracket, ja, also ich gehe hier einmal long und einmal short, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Und das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie News oder eine größere Bewegung handeln möchte, wenn ich ja das zum Beispiel halt drin habe und dann würde halt entsprechend jeweils alles andere, sobald dann eine von den beiden gefüllt ist, würde rausfallen. Wobei das hier natürlich auch ein Beispiel ist, komme ich auch gleich drauf, um zum Beispiel halt nur gegenläufige Orders zu löschen. Aber hier nochmal jetzt erstmal cancel all, was auch immer zuerst gefüllt wird, danach ist alles andere dann entsprechend weg. So, und wie im echten Leben haben wir jetzt hier keine Bewegung, doch da kommt jetzt ein bisschen was. Mal gucken, ob er da jetzt drüber geht, müsste aber eigentlich. Ja, hat man gesehen, das sind alle anderen, sind weg. So, hier mal Reset. Und um das Beispiel jetzt nochmal zu zeigen, in einer anderen Richtung, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt hier gerade in der Kassaeröffnung und ich will den Ausbruch haben, entweder short oder long, dann kann ich genauso gut hingehen und nutze das andere Attribut, das wäre in dem Fall CO, ja, also Cancel Opposite, das heißt, dann würde zum Beispiel nur, wenn ich jetzt hier noch eine Short reingebe und noch eine Long, ja, angenommen, ich will halt eine größere Bewegung und halte es für sinnvoll, zum Beispiel mich jetzt hier Long oder Short einstoppen zu lassen und dann würde entsprechend die ganze andere Richtung gecancelt werden. Und hier haben wir das auch, das ist der, so man hier am letzten 15. Juni letzte Woche, wo es ziemlich steil bergab ging. Und da ist sowas zum Beispiel sinnvoll. Gut, weiß man natürlich vorher nicht, dass es Steinberg abgeht. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe hier auf eine Richtung, ich mache den Trail mal aus, ich gehe hier auf eine Richtung und hat man gesehen, jetzt sind die Long Orders sind entsprechend gelöscht worden und aber hier die Short Order ist zum Beispiel geblieben. Ja? Das ist eben das Attribut Cancel Opposite. Ja? Und um zum Beispiel halt eben den Ausbruch ganz klar dann in eine einzige Richtung dann zu handeln. So, und das jetzt hier schon soweit passt, werden wir gleich sehen. Aber so würde er halt immer wieder halt, also mit diesen Attributen, wenn man das so einstellt, ja, also hier spielt es jetzt dann natürlich keine Rolle mehr, was ich einstelle, weil die Order ist ja drin, beziehungsweise die Richtung ist drin und entsprechend keine andere Order mehr da. War das soweit verständlich? Also mit Cancel Opposite, dass er dann halt die andere Richtung cancelt. Ich denke schon, oder? Wenn nicht, bitte einfach kurz beschweren. Ich sehe das ja hier. Und dann kann ich da noch drauf eingehen. Also das war das Attribut CO, Cancel Opposite. Löscht jedes entsprechend die gegenläufige Order. So, ich mache jetzt hier mal zu. Jetzt gibt es nämlich noch eine weitere Variante, beziehungsweise ich hätte auch hier einfach jetzt short bleiben können. Hier weiß ich ja, wohin er läuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten, ich mache die Position mal ein bisschen größer, dann kann man es besser demonstrieren. So, ich bin jetzt hier mit 5 Kontrakten short. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wenn er hier unten ankommt, an dem Punkt gehe ich irgendwie mit 3 Kontrakten long. Wenn ich der Order jetzt kein Attribut gebe, ja, führt es ja nur einfach dazu, dass meine Positionsgröße von 5 verringert wird auf eine Positionsgröße von 3, weil dann ist es nichts anderes als ein Teilverkauf. Ja, das haben wir das letzte Mal schon gezeigt. Ich kann es aber hier nochmal kurz zeigen. Also wenn die jetzt erreicht wird, momentan sieht man ja hier, ich mache mal auch kurz die Statistik hier noch dazu an, dann bin ich mit 5 Kontrakten short und entsprechend wäre der Fill von dieser Long Order mit 3 wäre entsprechende Reduktion von 5 auf
zwei Kontrakte. So, komm. Ja, man gesehen, ist nichts passiert, die Order ist weg, meine Positionsgröße ist aber reduziert. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier eine Order eingebe, zum Beispiel mit einem Kontrakt Long, mit zwei bin ich ja noch Short, und wenn ich jetzt hier als Beispiel einen Kontrakt Long hinpacke und stelle das Attribut RV an, RV heißt Reverse, das heißt, die Richtung umkehren. Und sieht man auch hier, das hängt auch direkt mit an der Order dran, ja, das ist das Gleiche, das ist, spielt keine Rolle, ob ich jetzt hier das aktiviere oder hier im Panel. Dann passiert Folgendes, wenn die Order gefillt wird, dann wird außerdem die Gegenseite geschlossen und ich bin long. Ja, man gesehen, die Gegenseite ist weg, obwohl die Order jetzt kleiner war und ich habe an der Stelle gedreht. Das ist also nicht eine einfache Drehung, so wie man das von anderen Plattformen her kennt, in der gleichen Größe, sondern eine Drehung in der Größe, die ich für die Order halt einstelle. Und das kann insofern ganz vorteilhaft sein, weil ich dann mir hier einfach auch keine Gedanken drüber machen muss, bei so einer Order, was ist jetzt zwischendurch an Teilverkäufen und so weiter halt schon gelaufen, sondern ich bin dann auf jeden Fall, habe nicht eine einfache Drehung von dem, was noch drin ist, sondern eben ganz gezielt in der Größe, wie die Order halt platziert ist, beziehungsweise wie die Order halt entsprechend definiert ist. Ja, also hier, das war über RV. Gut, war an dem Tag jetzt keine gute Idee, überhaupt irgendwo long zu gehen, aber geht ja auch hier nur um das halt eben mal zu zeigen, was es mit dieser Order auf sich hat, beziehungsweise mit dem Attribut RV. Man kann natürlich auch alles kombinieren, ja, also wiefern das natürlich Sinn macht, dann halt zum Beispiel hier alles Mögliche einzuschalten, hängt natürlich immer davon ab, letzten Endes, wie meine gesamte Positionierung ist, ja, ganz klar. Und nicht alle Kombinationen machen Sinn, aber man kann es halt eigentlich so kombinieren, wie man es halt haben möchte und dann halt auch diese Attribute dann halt auch alle gleichzeitig nutzen. Was es hier hinten noch gibt, das ist aber deaktiviert in diesem Modus, das ist Netting. Ich kann das aber hier auch mal kurz auf Deutsch stellen. Hier mal auf Deutsch. So, gehe ich nochmal da drauf. So, das ist die Verrechnungsorder. Das heißt, das macht der Stereo Future Modus ja ohnehin. Ja? Das heißt, der ist ja immer, hat er ja nur eine Richtung und entsprechend würde der jetzt nicht hedgen. Man kann aber, wenn man jetzt einen von den anderen Modi halt wählt, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Hedging-Modus unterwegs ist, kann man trotzdem eine Order als Netting definieren. Das heißt, dann würde der keinen neuen Hedge aufmachen, sondern würde halt die andere Richtung entsprechend reduzieren. Das passiert aber ohnehin, das aber nur zur Erklärung, warum das deaktiviert ist. Ja? Also hier mit der Verrechnungsorder, weil im Stereo Future Modus ohnehin alles verrechnet wird. Was ich mit den Orders übrigens auch machen kann, es kann sein, dass wir das beim letzten Mal auch schon, dass ich das schon kurz angesprochen habe, ich kann zum Beispiel halt auch eine Order trailen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mal hier, damit man es vielleicht auch mal sieht, mal einen Moving Average dazu. Ich kann zum Beispiel einfach hier mal den 20 auf einfach, nur mal zur Visualisierung. Oh, der ist aber dick da oben. So, lassen wir den mal ein bisschen laufen, damit der mal ein bisschen näher kommt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, am SMA 20, das wäre jetzt dann der hier, dort würde ich gerne mit 5 Kontrakten Short gehen und dann kann ich hier einfach unten bei Order Trail, kann ich einfach dann auswählen, dann hier zum Beispiel SMA 20, so hochgerutscht, weil der sich immer auf den Close bezieht von der letzten Position. Und bei der SMA 20 wird ja mit jedem Tick aktualisiert. Ich kann aber natürlich auch entsprechend den Abstand, kann ich ja zum Beispiel auch hier minus 5 eingeben. Ja. Ja. Falsche Richtung. So, oder hier minus 3. Ja, da sage ich halt einfach minus 3,5. Wenn jetzt der Kurs irgendwie halt 3,5 Punkte unter dem SMA 20 dann halt ist und dann würde dort die Short Order
entsprechend gefüllt werden. Hat man auch gerade gesehen, ja, geht immer auf den Close von der jeweiligen Kerze. Es gab jetzt eine neue Position und dann ist der entsprechend mit runtergesprungen. Ich kann das hier mal ein bisschen beschleunigen, damit die 5-Minuten-Kerze, ich bin ja hier im 5-Minuten-Chart gerade unterwegs, und damit es nicht zu lange dauert, ja, sieht man, da kommt jedes Mal ein Stück runter. Und sollte er die erreichen, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt an dem Morgen irgendwas erreicht hat nach oben hin, sieht ja gerade so ein bisschen danach aus. Und dann ist diese Order entsprechend, wie man sieht, hängt die genau hier dran und wird eben dann gefüllt. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob der überhaupt jemals da dran gekommen ist. Das kann natürlich jetzt eine Zeit lang dauern, aber ich kann das ja mal vielleicht ein bisschen beschleunigen. So, und jetzt wäre er dann halt drin, ja, am SMA 20, entsprechend gefüllt, weil die Order halt mit nach unten geführt worden ist. Ja, hat man, glaube ich, ganz gut gesehen. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie man halt so eine Order trailen kann, also zum Beispiel an einem SMA oder EMA. Das kann man ganz einfach hier unten auswählen bei Order Trail. Ist jetzt natürlich deaktiviert, klar, weil jetzt ist das ja keine Order mehr, sondern jetzt ist es ja eine gefüllte Order, beziehungsweise eine Market Order, beziehungsweise eine Position. Entsprechend ist auch hier alles natürlich jetzt deaktiviert, klar, weil, wie es auch hier steht, selbe Position, ja, das ist halt einfach die Verkaufsposition, ist ja daraus letzten Endes geworden. Und dann kann ich auch zum Beispiel auch noch andere Arten wählen. Ich kann genauso gut sagen, zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt auf die Idee komme, hier long zu gehen, setze ich auch zuerst mal die Order irgendwo hier oben drüber, ja, und wähle dann halt hier zum Beispiel Order Trail, kann ich zum Beispiel sagen, PLH 5 bedeutet Periodic Low High, also nach Perioden hoch und tief von den letzten 5 Kerzen dann sozusagen. Ja, also wenn ich jetzt hier eine Buy-Stop-Order habe, würde die entsprechend an den letzten 5 Kerzen geführt werden. Hier ist der Abstand, der ist initial auf 5, einfach nur damit man nicht direkt gefüllt wird versehentlich, hat man da ein bisschen Abstand. Kann den natürlich auch einstellen auf 1. Irgendwie reagiert hier meine Tastatur gerade im Tester nicht so, wie sie soll. Deswegen klicke ich das hier mal runter. So, und das heißt, die würde dann entsprechend immer oberhalb mitgeführt. Kann ich auch noch mal ein bisschen beschleunigen. 1. Andersrum. Ja, sieht man dann, wandert die entsprechend mit runter. Das heißt also, wenn ich hier damit rechne, dass ich da halt irgendwann eine andere Richtung habe oder eben halt auch hier, gut, hier an der Stelle war es jetzt, weil die Order kein Attribut hatte. Deswegen war das jetzt hier entsprechend einfach nur eine Auflösung, weil ich war mit 5 Long, ich war mit 5 Kontrakten Short und die Order war auf 5 Kontrakte Long. So, entsprechend ist das, war das jetzt halt einfach hier nur sozusagen dann ein getrailter Take Profit, wenn man dann so möchte. Beziehungsweise halt eine andere Form vom Trading Stop. Diese Trail-Arten, ja, die ich halt hier habe, also die, was ich halt hier auswählen kann, da sieht man, es sind ja so ein paar Sachen, sind ja da voreingestellt, die kann man auch alle selbst definieren, das sind nur die, die jetzt im Vorfeld mit dabei sind. Wenn man da jetzt zum Beispiel selber etwas anpassen möchte, geht man hier oben aufs Logo und klickt dann entsprechend auch nochmal auf Trading und da habe ich hier zum Beispiel meine PLH-Trailing-Perioden, also was ich jetzt gerade ja gezeigt habe, ja, ich habe jetzt nach 5 Kerzen, nach 5 Kerzen hier getrailt und hier ist entsprechend die Auflösung 1, 2, 3, 5, 7, 10. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt auch eine zum Beispiel 20 reinschreibe, ja, dann würde ich mir das nachher entsprechend auswählen können oder ich kann die halt auch alle löschen und dann irgendwie das Ganze natürlich entsprechend reduzieren. Ja, also das ist halt einfach nur die Anzahl Perioden, die mir zum Beispiel dann bei den Trades zur Verfügung steht. Und hier genauso für die Moving Averages, für die gleitenden Durchschnitte. Dort kann ich halt auch eingeben, das, was ich halt üblicherweise handle. Ja, also mal angenommen, ich handle halt nach gleitenden Durchschnitten und da kann ich hier entsprechend die ganzen Perioden angeben. Hier sind auch schon diverse drin, wie man sieht. Gar nicht mal so wenig. Und einfach hier in die Liste eintragen, was auch immer man da braucht. Die Minuswerte, die man hier sieht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ob das groß genug ist. Minus würde bedeuten, das wäre ein EMA und kein SMA. Ja,
Und deswegen hier steht zum Beispiel eine minus 21 und deswegen gibt es hier dazu passend den EMA 21, ja, nur mal als Beispiel. Und so kann man halt jede Order trailen, wie man das haben will, und der eine oder andere wird es vielleicht schon vermuten. Der Vorteil ist dann natürlich, man kann eine Position in unterschiedlichen Trails auch auflösen. Ja? Das war jetzt hier jetzt gerade eher ein Versehen, dass ich daraus einen Take-Profit gemacht habe, beziehungsweise eine ganz eine komplette Auflösung. Aber so könnte ich natürlich, wenn ich jetzt als Beispiel Short positioniert bin, und dann könnte ich in der Form, könnte ich natürlich halt auch die Position in verschiedenen Trails an verschiedenen Stellen oder beziehungsweise mit verschiedenen Trails dann auch in Teilen auflösen. Ja? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, ich bin mit 5 Kontrakten, bin ich jetzt irgendwie gerade short, und ich packe mir eine zum Beispiel, hoppla, dann zum Beispiel irgendwie 2 Kontrakte, würde ich dann halt auch nochmal hier unten irgendwie hinsetzen, ungetrailt. So, und die nächste würde ich halt sagen, oh, das war gerade ein schöner Vorführeffekt, die Stelle muss ich mir mal merken. Hat man aber gerade gesehen, ja, die ist ja mit runter getrailt worden. Hier habe ich gerade einen Teilverkauf nach unten getrailt. Und genauso gut könnte ich dann ja eben auch sagen, ja gut, du pass auf, da oben den nächsten Teilverkauf, den hänge ich mir dann, wie eben halt auch gerade, an den SMA 20. Und hier unten packe ich noch einen Teilverkauf hin. Und beziehungsweise hier unten würde ich dann sagen, nee, wenn er da hinkommt, drehe ich die Position als Beispiel ganz. Ich glaube, wir waren jetzt aber hier schon fast am Low. Ja, und so kann ich das halt wunderbar, kann ich mir so ganz geschickt meine Position auflösen. Ja, und also ich finde es halt schon auf jeden Fall ein großer Vorteil dazu im Vergleich, wie man jetzt halt normale Orderarten verwendet, die im MetaTrader entsprechend Standard sind. Mit denen geht es natürlich alles nicht. Ja, und deswegen, das geht eben nur mit diesen MIT-Orders. Und wenn ich jetzt hier mal laufen lasse, dann wird man auch sehen, da kommt natürlich am Ende auch irgendwas bei raus. Und egal was, wo, wie aufgelöst wird, unten würde gedreht werden, oben gäbe es nochmal einen Teilverkauf. So, da war nochmal ein Teilverkauf, ich bin noch mit einem Short und jetzt habe ich hier unten gedreht. Ja, ging jetzt natürlich alles ein bisschen schnell, wie man sieht, ja, aber hat funktioniert. Das heißt, ich habe erstmal hier oben im Rücklauf einen Teilverkauf nochmal gehabt und hier unten im Maximum hat er mir das Ganze jetzt gedreht. Und so bin ich in meinem Trade weiter drin, habe meinen Short schön aufgelöst und habe halt hier als Beispiel jetzt auch völlig automatisiert dann eben auch einen Long Entry mir generiert. Ja, sieht man auch hier, das ist meine aktuelle Positionierung. Und auf jeden Fall eine Sache, glaube ich, wo es sich lohnt, mit auseinanderzusetzen, solche Sachen auch entsprechend wirklich ganz gezielt zu nutzen. Ja, weil so das Schlimmste, was es ja immer gibt, ist, wenn man zum Beispiel halt wie jetzt hier short ist. Ja, wir haben jetzt hier mittlerweile irgendwie 17 Uhr an dem Tag, also was wir jetzt hier sehen, der ganze Zeitraum, das waren jetzt irgendwie schon hier 9 Stunden oder so. Und also wenn man da natürlich davor sitzt die ganze Zeit, ja, und sagt, naja, da löse ich auf und da löse ich auf und da, muss ja nicht sein. Man kann das ja automatisieren, ob man jetzt da auch noch einen Trailing-Stop dazu packt oder halt eben, wie ich gezeigt habe, die getrailten Teilverkäufe und so weiter. Und so kann man sich das Leben auf jeden Fall ein bisschen einfacher machen und muss da nicht irgendwo die ganze Zeit auf den Bildschirm drauf starten und hat dann so halt auch eine Möglichkeit, wie man effektiv dann letzten Endes auch seine Position auflösen kann. Und ja, wie gesagt, es hier ging jetzt ein bisschen schnell. Ich hoffe, man konnte es trotzdem erkennen, was da passiert ist. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz. Hier oben war ein Teilverkauf, den ich im Rücklauf hatte, weil halt hier eine Long Order gewesen ist. Unten war ebenfalls eine Long Order, auch zwar einer geringeren Positionsgröße, aber die war auf Reverse gestellt. Passiert ist Folgendes, wie man hier im Verlauf halt nochmal sieht. Er ist erstmal ein Stück hochgelaufen. Das war die Order, die am SMA 20 hing. Ja, dort hat er dann mal einen Teilverkauf gemacht. Dann kam er nochmal runter bis hier unten hin. Und dort wurde die nächste Long Order gefüllt und die hat die Position entsprechend gedreht. Also das ist das, was hier gerade passiert ist. Wie gesagt, kann man natürlich auch von Hand zu Fuß machen. Ist aber, glaube ich, wesentlich nervenaufreibender und anstrengender, wie wenn man das zum Beispiel in der Form automatisiert. War das soweit verständlich? Gibt es da noch Fragen dazu? Entweder sind alle eingeschlafen oder sie haben es tatsächlich alle verstanden. Nelson, hast du noch eine Frage von deiner Seite?
Also im Chat sind noch zwei Fragen, aber die sind, glaube ich, nicht unmittelbar jetzt mit dem Thema verbunden. Wobei eine Frage kam jetzt kurz noch rein wegen Return to Open, aber ich denke mal, das war jetzt was anderes. Also ich habe es verstanden. Hier steht, bei dem Löschen wird die Order, Limit Pullback, bei dem Löschen wird die Order nachträglich noch ausgeführt. Frage verstehe ich nicht. Vielleicht da nochmal kurz spezifizieren. Aber ich komme jetzt ohnehin gleich auch auf die Limit Pullback Order. Man hat es hier auch vorhin schon so ein bisschen gesehen. Aber mal gucken, ob ich so einen Punkt nochmal erwische, weil die kann man leider hier im History Trading nicht gut demonstrieren, die Limit Pullback Order. Der Grund ist ganz einfach der, was ich hier habe, sind ja simulierte Ticks und wie man sieht, also an den Bewegungen hier, ja, also die er hier macht, da kann man ja fast schon, ohne eine Glaskugel zu haben, weiß man ja schon eigentlich, was passiert und das liegt einfach nur daran, weil es halt nur simuliert ist. Ja? Also das heißt, es geht halt irgendwie so ein bisschen wahlweise rauf und runter und entspricht aber nicht den Bewegungen jetzt von dem echten Kurs, wenn er live läuft. Ne? Und deswegen kann ich die Limit Pullback, muss ich halt wirklich versuchen, ob ich da nachher irgendwo einen Punkt finde. Vielleicht starte ich das einfach nochmal und merke mir den hier unten einfach mal. Und weil dort hat man es ganz gut gesehen. Dort ging es am Stück runter. Mal gucken, vielleicht kriege ich den gleich nochmal hin, dass man das versteht. Zur Limit Pullback habe ich mal ganz kurz was vorbereitet. Beziehungsweise erkläre das mal ganz kurz. Wir hatten heute übrigens auch nochmal so einen Tag, an dem die sich halt tatsächlich wirklich absolut ja so ihr Dasein gerechtfertigt hat und wo man halt ganz klar im Markt auch gesehen hat, mit normalen Limit Orders hatte man da heute nicht wirklich eine Chance, irgendwo sich vernünftig zu positionieren. Also ich weiß nicht, es sind hier DAX-Händler dabei, ich vermute ja mal schon, es sind auch bestimmt der ein oder andere dabei, die ich auch persönlich kenne, beziehungsweise halt eben auch aus meiner Gruppe. Aber am DAX war es ja heute tatsächlich so, der ist heute Morgen losgesprintet, irgendwie um Punkt 8 Uhr erstmal straight nach oben. Kann ich hier mal kurz drauf switchen, da sieht man das ja auch, ja, was der heute getrieben hat. Also das hier war, das ist auf 5 Minuten zwar, aber hier 8 Uhr Öffnung und dann Feuer frei, nur nach oben. So, das heißt, hier irgendwo long reinzukommen, da musste man dann auch schon tatsächlich sagen, wo ich gehe hier mal long. Und egal, wo mein Stop sitzt, ja. Und das wäre eine Variante gewesen, aber hier gab es keine Korrektur. Es gab überhaupt keine Chance, da irgendwie vernünftig reinzukommen. Ja? Außer man war jetzt irgendwie schon positioniert oder hat dann tatsächlich wirklich um Punkt 8 auf den Knopf gedrückt und gesagt, so, ich gehe long mit 10 Punkten Stop. Wer das gemacht hat und immer noch drin ist, der hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und alle anderen aber, glaube ich, hat es heute ziemlich schwer, hier irgendwo vernünftig in den Markt reinzukommen. Mein Plan war heute auch nicht ganz so klug. Ich war der Meinung, dass wir halt eine deutliche Reaktion bekommen, also bei der 12.800. Und ich gehe auch hier ganz bewusst mal ein bisschen auf den DAX ein, weil die Limit Pullback Order, die ist nämlich auch so mit dem DAX entstanden eigentlich, ja, weil der DAX manchmal wirklich so ganz typische Macken hat und wo es scheinbar wirklich darum geht, irgendwie alle irgendwie abzufischen und da halt irgendwie falsche Wege anzudeuten. Manchmal läuft der halt so und das ist aber echt typisch DAX und da hilft die Limit Pullback Order wahnsinnig viel. Und ich versuche hier mal gerade eine Stelle zu finden, wo man das ganz gut sieht. Also hier haben wir jetzt irgendwie 9 Uhr gehabt. Ich gucke mal, ich muss mal hier ein bisschen was anzeigen, damit ich hier mal ein bisschen Überblick habe. Wir hatten auch noch irgendwie einen Pivotpunkt. Gerade mal gucken, den hatte ich nämlich im Auge. Genau, das war der hier. Da dachte ich eigentlich, okay, das wäre ein guter Punkt als Übertreibung für die 12.800, so als erstmögliche Reaktion, hätte auch gepasst zu der ersten Aufwärtsbewegung hier um 8 Uhr. Ich kann aber auch mal auf eine Minute gehen, da sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser, was da passiert ist. Ich ein bisschen zurück scrollen, mal gucken, ob ich da gut hinkomme. Ja, da sieht man schon, ja, das sind 1-Minuten-Kerzen, also der völlige Wahnsinn. Das heißt, er ist wirklich nur gerade ausgelaufen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier, ja, also wenn man jetzt als Beispiel die Idee hatte, dabei hier 12.811 da zum Beispiel zu shorten, keine Chance, ja, also mit einer Limit Order, ja. Das heißt, hätte ich hier eine normale Limit Order gesetzt und wie man sie halt eben kennt, das Einzige, was passiert wäre, wäre halt drüber gelaufen und dann wäre es das gewesen, ja. Und wenn man jetzt als Beispiel
von der normalen Größe ausgeht. Also ich setze mal, gehe mal von aus, die Order setzt man ja einen Punkt tiefer, zum Beispiel dann hier bei 12.810 oder so als Beispiel, ein bisschen Gefühl kriegen für die Skalierung. So, wenn man das dann mal hochrechnet, sieht man dann, das sind schon 15 Punkte. So, das heißt, überhaupt gar keine Chance. Normale Limit-Order, reingelaufen, durchgelaufen, fertig. So. Und genau für solche Geschichten ist die Limit-Pullback-Order, ist die gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle, wenn ich dort, ich kann es leider nicht simulieren, ich kann den heutigen Tag erst im erst morgen in dem History Trading simulieren, habe ich vorhin schon versucht, geht da leider nicht. Wäre natürlich schön gewesen, das zu zeigen. Und das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an der Stelle short gewesen wäre, ja, also hier mit zum Beispiel dann halt bei 12.810 und wenn man hier auf Order bearbeiten geht, sieht man es auch schon, Limit Pullback ist jetzt hier, er geht natürlich jetzt hier nicht, weil der Kurs jetzt höher steht, ja, aber wenn ich jetzt hier ein Limit Pullback gehabt hätte und zum Beispiel mit einem Punkt, würde bedeuten, der Kurs kommt da hoch und trifft zwar auf die Order, aber die wird noch nicht gefillt. Die wird dann gefillt bei einem Rücklauf von mindestens einem Punkt. Und wenn man natürlich so eine Bewegung hat wie heute Morgen, ja, wo der einfach geradeaus durchläuft und die erste Reaktion ja dann hier oben ist, ja, sieht man ja, hier ist ja ein ganz kleiner Docht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wenn ich jetzt hier größer mache, springt mir wahrscheinlich nur der Chart dann nach rechts. Ich versuche es trotzdem mal. Ja, ist befürchtet. Gehen wir mal ein Stück zurück. Ah, nee, da sind wir doch. So, hier hat man ja nur einen ganz kleinen Docht. Ja? Das heißt, hier war der erste Rücklauf. Und wenn man dort entsprechend an dieser Stelle eine Limit-Pullback-Order gesetzt hat, ist man hier oben gefillt worden. Ja, also das heißt, das waren heute Morgen, ich habe das auch live vorgehandelt heute Morgen, waren das an der Stelle, ich glaube, 7,5 Punkte, ja, die ich da insgesamt besser gefillt worden bin. Ich hatte die Order ein bisschen oberhalb der 12.811 und bin dann halt irgendwie 7 Punkte oder 8 Punkte mit nach oben gezogen worden und dann entsprechend oben gefillt. Den Vorteil kann man sich natürlich relativ leicht ausrechnen. Auch wenn die Idee jetzt hier zu shorten jetzt erstmal falsch war, ja, im Nachhinein, weil nachher ist man immer schlauer. Und aber der Riesenvorteil ist natürlich, wenn ich hier oben gefüllt werde und dann habe ich Bedenkzeit. Ja, wir haben ja hier auch eine Reaktion gehabt, der ist ja irgendwie so 2-3 Punkte runtergelaufen, hat da mal kurz gezögert und ich habe erstens Bedenkzeit, das heißt, ich kann sagen, okay, ist mir zu weit drüber gelaufen, ich gehe da raus mit 0 oder vielleicht auch sogar noch mit einem Punkt gewinnen. Und selbst wenn er danach nochmal weitergelaufen wäre, ja, hätte ich auf jeden Fall das wesentlich geringere Risiko gehabt an der Stelle. Und wie gesagt, hier waren es etwa 8 Punkte und jeder andere, der das Ding heute Morgen hier geschortet hat, ist einfach gnadenlos mit einem Minus rausgeflogen. Und wer aber die Limit-Pullback-Order genutzt hat, der ist da entweder mit 0 raus oder mit deutlich weniger Verlust. Ganz klar. Und ich habe das heute Morgen auch mal gesammelt. Also es gab so ein paar solcher Bewegungen heute. Ich versuche das mal hier gerade irgendwie zu finden. Ich habe das nämlich hier eigentlich mal einen Screenshot gemacht, auch heute. Wir hatten heute nämlich mehrere solcher Bewegungen. Das war nämlich einmal diese Stelle, also heute Morgen bei der 12.811, weil das ist typisch DAX, ja, einfach durchlaufen und dann auch vielleicht nicht mehr zurückkommen. Wir hatten die gleiche Geschichte nochmal und zwar, also eine weiß ich noch, da gab es ja hier mal kurz runter unter die Kassaeröffnung, genau, und dann gab es hier oben, gab es bei 12.850, ich versuchte mal eine Linie hinzuzaubern auf die Schnelle, 12.850, dort war nämlich dann ein, ja, hier sieht man schon, ein Stundenpivot, sieht man es ja auch auf einer Minute ganz gut, ja, also das heißt, es hier runtergekommen, kriecht so ein bisschen hoch und der Klassiker ist ja dann eigentlich, wenn da oben dann halt ein Widerstand ist, dann mal kurz drüber und dann doch runter, so, das ist ja der Klassiker. So, ist aber hier dann auch nicht so gelaufen, sondern heute war DAX wirklich speziell, läuft dann auch wieder einfach durch, ja, das gleiche Spiel. Also wenn die jemand geschortet hat, und ich habe es mitbekommen, da waren auch einige, beziehungsweise hatten halt dann einen Stop dort als Beispiel, das gleiche Spiel nochmal. Ja, geht einfach durch, also wenn hier jetzt eine normale Limit-Order sitzt, geht durch und oben fliege ich entsprechend raus, auch nochmal irgendwie, also hier sind es jetzt irgendwie 9 Punkte, wenn man genau vom Widerstand ausgeht, aber auch nochmal so um die 10 Punkte, ja, so die klassische Größenordnung, so
Viele arbeiten ja zum Beispiel mit einem Stop von 10 Punkten, die sind hier oben auch rausgeflogen. So, das gleiche Spiel wieder, kam auch wieder nicht zurück, keine Chance. Hier, ich war ebenfalls short mit einer Limit Pullback, bin wieder mit hochgezogen worden und habe die Position dann letzten Endes dann irgendwie 2-3 Punkten plus geschlossen. Wobei war jetzt bei mir hier nur eine Pyramide, das heißt, ich wollte die eigentlich ausbauen, den Short, ist aber nicht gelaufen und bin dann nachher halt irgendwo raus. Aber eben halt auch hier wieder besser als jeder andere mit einer ganz normalen Limit Order. Und das Gesamtergebnis von heute, das werde ich jetzt hier mal kurz zeigen, was diese Order angeht, ja, ich habe das hier mal einen Screenshot gemacht, 23,8 Punkte geschenkt. Ja, also einfach nur durch diese Limit Pullback Order, weil entweder bin ich da halt besser gefillt worden, das heißt also als Beispiel dann halt zum Beispiel einen Teilverkauf oder halt eben jetzt hier mit dem Fill, wo ich zum Beispiel dann eine Short Order eingehen wollte. Und das sind insgesamt waren es nur 3 Trades eigentlich, also 3 Positionen und insgesamt fast 24 Punkte einfach nur durch diese Automatik in der Limit Pullback Order. Und das ist halt definitiv, und ich glaube, das kann man wirklich sagen, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, wirklich ohne zu sehr hier auf den Kessel zu klopfen, aber das ist auf jeden Fall ein Marktvorteil, den man, finde ich, auch unbedingt nutzen sollte. Also die Limit Pullback Order ist ja ohnehin per Voreinstellung ist die ja aktiviert. Das heißt, sobald ich eine Limit Order in den Markt gebe, hat die einen Pullback von 1, so ist es voreingestellt. Man kann das natürlich auch anpassen, aber das ist auf jeden Fall ein riesiger Marktvorteil. Und wenn man da, kann jeder selber ausrechnen, wenn ich da als Beispiel mit 10 Euro pro Punkt unterwegs bin, ja, da waren das hier einfach 238 Euro in 3 Trades einfach so, ja, weil halt die Logik, die dahinter steckt, einfach schneller ist und halt weiß, wie so ein Markt tickt. Und genau deswegen ist die tatsächlich auch entstanden, die Limit Pullback Order, weil ich das halt einfach auch in meiner Zeit als Händler immer wieder beobachtet habe, wie der DAX funktioniert. Ja, der macht genau solche Schweinereien oder eben geht ans Tagestief, ja, knallt dann 20 Punkte nach unten und zieht dann doch wieder hoch. Mit jeder Limit Order keine Chance. Und mit einer Limit Pullback Order freut man sich halt einfach nur, wenn man den besseren Fill bekommt. Sei es jetzt, also wenn man, ist natürlich schön, wenn man richtig liegt, ja, war jetzt hier bei mir heute Morgen an der Stelle nicht der Fall. Man kann ja auch nicht immer richtig liegen. Also sei es halt einfach dazu, um den Profit zu steigern, ja, weil ich den besseren Fill habe, weil wäre der jetzt hier zum Beispiel auf eine Minute zurückgekommen, wäre ich einfach nur hier auch nochmal 7-8 Punkte besser gefillt worden und hätte 7-8 Punkte mehr Profit. So hatte ich halt einfach 7-8 Punkte weniger Risiko. Im Endeffekt ist es ja alles das Gleiche. Es ist einfach bares Geld, ob ich das durch die Risikominimierung hinbekomme oder die Profitmaximierung. Und es macht halt echt irre viel aus. Und klar muss man natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine Order so ungeschickt platziert ist, ja, mit einem Limit Pullback von 1 und der läuft genau bis an den Widerstand und dann sofort zurück, dann habe ich natürlich eine Ausführung, die einen Punkt schlechter ist. So, wissen wir aber alle, wie oft passiert das denn, dass man wirklich einen Punkt so genau trifft, dass man da halt über einen Punkt diskutieren muss. Und das steht halt auch in überhaupt gar keiner Relation, weil wenn man mit Limit Orders arbeitet, beziehungsweise ganz speziell eben hier mit der Limit Pullback Order, wird man einfach über größere Zeiträume auch feststellen, dass man auf jeden Fall, also jetzt ohne hier Garantien auszusprechen, das darf ich natürlich auch nicht, will ich auch nicht, aber das sollte tatsächlich so sein, das kann jeder selbst beobachten, dass da am Ende des Tages eigentlich immer ein Plus steht. Ja. Und selbst wenn nicht, ja, gibt es natürlich auch Tage, dann steht dann halt hier vielleicht mal irgendwie minus 2, minus 3, minus 4, aber minus 20 bestimmt nicht. Und dann weiß man aber trotzdem immer, ich habe an jeder Stelle, wo ich mich im Markt mit einer Limit Order platziert habe, habe ich mein Risiko wesentlich besser begrenzt als alle anderen, ja, die so eine Funktion nicht haben. Das habe ich halt auf jeden Fall immer im Hinterkopf. Und es gibt auch extreme Ausnahmetage. Das ist so eine kleine Anekdote, die erzähle ich auch immer ganz gerne, weil die hat, also das war halt wirklich ein Paradebeispiel. Ich habe halt gerade versucht, auch noch den Screenshot zu finden mit der Statistik von dem Tag. Das war ein Live-Konto. Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich hätte es sehr gerne mal gezeigt. Und zwar ist mal passiert, das war letztes Jahr im Sommer,
Da waren wir irgendwie im Kurs, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall haben wir die 20-Tage-Linie im DAX schon lange nicht mehr gesehen. So, und das ist ja was, das wird ja gerne gehandelt, so eine 20-Tage-Linie. Und was macht man da? Man geht long. Ja, also sage ich mal, es gibt viele, die sagen, na gut, da gehe ich erstmal long, weil die haben wir schon lange nicht mehr gesehen und gibt bestimmt einen Abpraller. So, was ist, oder beziehungsweise meine Positionierung war die, ich war erstmal short, ja, weil ich zur 20-Tage-Linie halt hin wollte und habe an der 20-Tage-Linie eine Limit-Pullback-Order gehabt und die auch noch auf Reverse gestellt war. Das heißt, ich habe auf der einen Seite war ich short unterwegs und wenn die Order gefillt wird, hätte die erstmal meinen Short aufgelöst, ja, also mit einem kleinen Pullback, sobald ein Pullback da gewesen wäre, wäre Short aufgelöst gewesen und gleichzeitig hätte ich meine Long-Position im Markt gehabt, ja, so wie ich es ja vorhin in dem kleinen Beispiel gezeigt habe, hier unten an der Stelle, wo, gut sieht man jetzt nicht mehr, wo er da reagiert hat, aber vom Prinzip her genau das Gleiche. Meine Positionsgröße war halt dann leider so, oder beziehungsweise, was heißt leider, ich war eigentlich nur auf den Scalp aus. Ja, ich wollte halt 10 Punkte runter zur 20-Tage-Linie und von dort dann halt eben mich long einstoppen lassen, ja, beziehungsweise per long abholen lassen und wollte halt auch nur 10 Punkte nach Norden wieder. Das Ding war auch direkt im Trail aktiviert, das heißt, der Trading-Stop war auch schon eingestellt und da konnte eigentlich nichts mehr großartig passieren, außer natürlich, dass der Short jetzt irgendwie in Verlust gelaufen wäre. So, dann hatte ich irgendwie kurz Besuch bekommen, war ganz kurz draußen auf der Terrasse und hörst drin nur klingeln, ja, so, weil man kann hier Töne einstellen, wenn irgendwas gefüllt wird und hörst nur klingeln. Also ich war 3 Minuten draußen und komme rein und denke, was ist hier passiert? Und Folgendes ist passiert an der Stelle. Der DAX ist dann Richtung 20-Tage-Linie, wie erwartet, und ist 90 Punkte nach unten durchgefallen. In 3 Sekunden, ja, konnte man tatsächlich nachher auch sehen, sehr schön sehen. Ich habe mir dann halt irgendwo einen Chart gezogen, wo man auch Sekunden sehen konnte. In 3 Sekunden 90 Punkte durch. Klar, weil wie viele waren da wohl long an der 20-Tage-Linie? Und genau sowas passiert dann natürlich. Da fliegen die Stops einer nach dem anderen. Und was ist hier mit der Limit-Pullback-Order passiert? Ganz einfach. Der ist natürlich 90 Punkte tiefer, ist mein Short dann erstmal aufgelöst worden. Das heißt, da habe ich 90 Punkte extra in der Tasche gehabt. Und mein Long ist auch nochmal irgendwie 80 Punkte tiefer gefüllt worden, weil natürlich da auch extrem Slippage dann eben auch da war und ist direkt nochmal hochgelaufen. Und das war dann an der Stelle tatsächlich ein Effekt von etwa 140 Punkten in Summe innerhalb von 3 Minuten. Und das sind echt so, das passiert natürlich nicht jeden Tag, ja, aber das ist natürlich halt so eine Nummer, das ist halt, also ich habe das damals auch mitbekommen, alle, die da halt irgendwie, ich bin ja, wie gesagt, bei Facebook unterwegs, alle, die dort irgendwie long waren mit einer normalen Limit-Order, ja, da war es plötzlich ganz still, weil die sind alle natürlich wahnsinnig geslippt worden, das heißt, 10 Punkte Stop-Loss haben dort mit Sicherheit nichts genutzt, ja, die sind wahrscheinlich dann irgendwie trotzdem mit minus 25 rausgeflogen und ich war der Einzige, glaube ich, der sich gefreut hat, weil ich halt einfach 140 Punkte auf einen Schlag innerhalb von ein paar Sekunden einfach nur durch diese Automatik halt hatte. Ist natürlich ein Extrembeispiel, aber mit Sicherheit auch ein gutes Beispiel. Und das ist halt in der Dimension natürlich eine Ausnahme, es ist klar. Aber das hier war heute live. Einige haben das auch mitbekommen, sind auch wahrscheinlich einige hier im Webinar mit dabei. Und ich weiß, dass ich damit die Leute auch immer nerve. Aber ganz ehrlich, das sind halt Sachen, die sind einfach nicht wegzudiskutieren. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man auch unbedingt nutzen sollte. Und ich versuche das jetzt hier auch mal zu zeigen, gleich mal im History Trading. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es gelingt, weil natürlich die Kurse echt entsprechende Simulationen auch anders laufen. Aber ich habe mal noch was anderes vorbereitet, und zwar das Beispiel hier auch zur Limit Pullback Order. Das hier war jetzt eine Strategie XY, ja, auch im DAX. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber eine, die funktioniert, wie man sieht. Der Zeitraum war, glaube ich, hier etwa 1 Jahr, den ich hier getestet habe. Und das Ganze einmal mit Limit Pullback Order und einmal mit einer normalen Limit Order. Ja, und da sieht man halt auch ganz deutlich, obwohl es im Tester noch nicht mal gut zu simulieren ist und die Ergebnisse im Tester immer schlechter sind als live tatsächlich, also was diese Order angeht zumindest, sieht man hier auch schon einen ganz deutlichen Unterschied. Also das Blaue ist die Strategie, ja, mit der Limit Pullback Order, und das andere, die rote, ist die Standard Limit Order. Und da sieht man schon ganz deutlich, dass es auseinanderklafft. Und ich habe hier halt bei der
Limit-Pullback-Order mit dieser Strategie zum Beispiel 26% mehr Profit und insgesamt war mein Risiko 12% geringer. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das entsprechend kommt genau dadurch zustande, weil man nämlich diesen Effekt hier einfach ständig hat. Wie gesagt, wenn auch nicht jeden Tag in der Dimension, aber im Durchschnitt eben schon. Und um das mal kurz zu zeigen, wie gesagt, ich hoffe, das gelingt jetzt hier. Ich werde es aber mal versuchen, das Ganze hier nochmal an der Stelle zu starten. Jetzt mache ich mal kurz zu. Dann gehen wir nochmal rein. Mal gucken, ob ich den da unten erwische. Und damit man auch mal sieht, wie die arbeitet. Wie gesagt, ich hoffe, es gelingt. Ich kann es leider nicht versprechen. Dann gehen wir hier mal ein Stück nach vorne. So, da ging es ja irgendwann ordentlich runter. Noch ein Stück weiter runter auf jeden Fall. Irgendwo bei 640 um den Dreh rum. So, versuchen wir das mal hier. Was sind wir hier bei 668? Ja, ich glaube, es ging hier irgendwo ziemlich zügig. Ich kann ja mal irgendwie 2-3 setzen und einfach nur mal, um zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. So, hier mal ein bisschen hoch. Also hier ist eingestellt, ja. Bei Order bearbeiten sieht man das entsprechend auch. Limit Pullback steht auf 1. Ich kann ja mal vorsichtshalber auf 2 stellen. Das heißt, da bräuchte der irgendwie einen Rücklauf von 2 Punkten, um gefüllt zu werden. Vielleicht klappt das ein bisschen besser. Und gucken, ob es jetzt hier überhaupt passiert. Vielleicht kriegen wir das ja hier jetzt mal demonstriert. Weil, wie gesagt, ich meine, im Normalfall, also er simuliert ja hier tatsächlich immer nur die Ticks. Und im Normalfall läuft der Kurs halt dann doch schon ein bisschen anders. Und deswegen ist jetzt keine Garantie, dass es jetzt gelingt. Kannst ja mal versuchen. So, jetzt erstmal hier ein bisschen die falsche Richtung. Ich glaube, er war auch noch irgendwie hoch an der 12.700. Ich kann ja versuchen, ein Stück vorzuspulen. Vielleicht mal in der Zwischenzeit mal die Frage reingeworfen, ob, ich lese mal vor, muss der Stereo Trader für die Limit Pullback Order laufen oder merkt er sich das, wenn der PC zum Beispiel aus ist? Nee, der muss natürlich laufen, weil es ist ja ganz klar eine synthetische Order, die vom Stereo Trader ausgeführt wird und nicht beim Broker. Ne? Deswegen, klar, der muss natürlich laufen. Und ich sage mal, jemand, der Daytrading betreibt, da auch ganz klar die Empfehlung, da vielleicht auch lieber, also wenn man nicht gerade wirklich ultraschnelles Internet hat, dann auch lieber auf ein VPS zurückzugreifen, weil wenn man jetzt zum Beispiel massive Bewegungen hat, wo viele Ticks reinkommen, und dann hat man natürlich auch einen ordentlichen Datendurchsatz, und dann ist es schon besser, dann auch mit dem VPS zu arbeiten, damit, weil das wird ja letzten Endes, muss der Stereo Trader aus dieser Order, die es ja in der Form beim Broker gar nicht gibt, er muss die ja Market ausführen. Und wenn da natürlich viel Traffic ist oder eine langsame Leitung, und dann ist natürlich die Slippage dann halt auch ein bisschen größer. Also im Normalfall fällt es nicht sonderlich ins Gewicht, aber jetzt sagen wir bei News oder so, da merkt man es auf jeden Fall schon deutlicher. So, jetzt komm noch mal hier runter, Mensch. Gucken, was jetzt hier nicht mal passiert. Das heißt also auf jeden Fall, klar, weil es ja vom Stereo Trader ausgeführt wird, deswegen muss der natürlich laufen. So, er zieht sich hier aber auch, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, wie gesagt, Vorführeffekt. Ich bin gespannt, ob es überhaupt gelingt jetzt. Aber es ging hier auf jeden Fall ziemlich blitzartig runter. Da konnte man aber auch schon beim ersten Mal eigentlich auch gut sehen, dass das ja ganz gut geklappt hat. Ja, das ging so im Vorbeiflug. Also ich versuche es mal. Ja. Müsste jetzt eigentlich kommen in dem Moment. Der geht nur einmal kurz hoch, versucht es nochmal und dann zack. Ne, hat man es gesehen. Ging jetzt nicht so weit, ne, weil die Bewegung hier nicht echt ist. Ja. Ist halt schade. Also, weil ich weiß, ich hab das ja auch gehandelt. Und in Wahrheit ging es an einem Stück runter. Ja, ich hatte nur da leider keine Limit-Pullback-Order, aber es ging wirklich an einem Stück hier runter. Die hat auch da unten ein bisschen gegappt und das war natürlich so ein Kandidat. Also man hat es leider jetzt wirklich nicht gut gesehen hier. Aber denn, die hätte auch wirklich die Limit-Pullback hier ganz locker um 40 Punkte mit runtergezogen. Wie gesagt, im Tester, man kann es leider nicht gut zeigen im Tester. Besser mal im Demo ausprobieren oder wer den Stereo Trader live hat, sowieso, der kennt ja mittlerweile auch wahrscheinlich schon die Limit Pullback Order und bekommt es dann ohnehin mit, wie das Ganze funktioniert.
Und der hat ja dann eh den Effekt. Also, und die, die es nicht kennen und vielleicht einen Stereo-Trader gerade noch irgendwie auf dem Demokonto ausprobieren, tatsächlich wirklich einfach mal Limit-Order irgendwo hinsetzen, an Widerstand und dann mal gucken, was passiert. Das ist also auf jeden Fall, glaube ich, so ein Highlight oder wo ich halt auch zumindest seit der Stereo-Trader überhaupt draußen ist, tatsächlich auch das meiste Feedback bekomme oder wo ständig halt wirklich sich die User auch melden und auch E-Mails schicken und sich dann auch bedanken für diese Funktion. Das finde ich natürlich immer schön, weil genau dafür ist es ja auch gemacht. Ja, also, und das hoffe ich halt auch immer so ein bisschen, das ist der Unterschied eben, solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen zu den anderen Plattformen, die man halt so kennt. Weil diese Funktion gibt es halt sonst wirklich nirgends. Also wir schließen nicht aus, dass die irgendwann mal noch anders auftaucht. Aber dann kann ich jetzt schon sagen, dann haben sie geklaut, und zwar beim Stereo-Trader. Weil das ist halt wirklich auf jeden Fall eine einzigartige Funktion. Wir hatten aber auch im Live-Trading und im ersten Webinar auch wirklich gute Beispiele, wo das ganz gut geklappt hat. Also kann man jetzt auch vielleicht gleich nach dem Webinar sich die Aufzeichnung auch nochmal angucken. Da waren wirklich gute Beispiele dabei. Ja, ich habe auch einige Videos im YouTube-Channel auch darüber online. Die sind zwar alle nicht so ganz aktuell, die sind noch mit einer älteren Version vom Stereo-Trader gemacht. Ich werde auch mit Sicherheit nochmal eins machen. Und weil es ist halt wirklich, also man kann es halt wirklich jeden Tag einsetzen. Also gerade irgendwie, wenn man Bewegungen hat, wie bei Kasseeröffnung oder so, wo es halt schnell mal irgendwie 10, 20 Punkte in eine Richtung am Stück geht. Und es hilft halt einfach, ja. Also gerade, ich glaube, ich habe da heute ein ganz gutes Beispiel eben halt auch abgeliefert. Wenn man halt irgendwie eine Vorstellung hat, die vom Markt so ein bisschen abweicht, man hat halt einfach echt Bedenkzeit, ja. Man kann dann sagen, gut, gehe ich halt raus mit Null, ja, aber nicht unbedingt gleich mit Minus. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Und weil es natürlich halt eben auch hilft, ja, an so einer Idee eben auch dran zu bleiben. Und so kann man sich dann halt relativ gemütlich, zum Beispiel wie ich heute irgendwie, ich war short eigentlich eingestellt ab 811 und letzten Endes ist er gelaufen bis, ich glaube, 894. Und das kann man dann aber durchhalten und tut auch gar nicht weh, weil es ja halt einfach auch nichts kostet. Ja, also ganz platt ausgedrückt, ja, weil ich ja jederzeit wieder raus kann mit null oder einem ganz kleinen Verlust dann halt eben an der Stelle. Und dann verliert man halt eben auch nicht so schnell irgendwo die Geduld für sowas oder gibt dann halt auch so eine Idee vielleicht auch nicht so schnell auf. Und hilft auf jeden Fall. So, das war die Limit Pullback Order. Und ich denke mal, das wird ohnehin jeder selbst im Handel ohnehin verwenden. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Muss man ausprobieren und wird man auch nicht mehr missen möchten, wenn man es wirklich mal in Verwendung hat. Sonst fällt mir jetzt zu dem Thema Orders an der Stelle nicht viel ein. Ich weiß nicht, ob wir das Thema Grid Orders noch machen sollen, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, was du an Zeit geplant hast, Nelson. Das müssen wir vielleicht auch mal kurz sagen. Ja, also von mir aus können wir gerne das noch mit reinnehmen und dann eventuell noch die Fragen, die jetzt noch im Chat sind. Okay, gut. Also hat da noch, wenn da noch jemand Fragen, ich würde das dann vielleicht Stück für Stück machen, also wenn noch jemand Fragen zu den Attributen hat oder so, dann vielleicht einfach mal jetzt reinwerfen, da kann ich da noch drauf eingehen, dann haben wir es ein bisschen chronologisch und dann mache ich nachher noch ein zweites Kapitel auf und dann ist es ein bisschen besser sortiert. Hier unten steht uns Chartfenster, hat damit jetzt nichts zu tun. Ich denke mal, das ist tatsächlich alles beantwortet, ne? Also was jetzt die Limit Pullback Order jetzt im Speziellen hier angeht. Genau, da sind keine neuen Fragen dazu gekommen. Nein. Ja, okay. Da ist doch schön. Das heißt, ich drücke mich heute mal nicht ganz so unverständlich aus wie sonst. Alles gut. So, was man auch noch machen kann, wenn man zum Beispiel halt in der Unschärfe handeln möchte, ja. Das heißt, also mal angenommen, ja, ich starte hier das jetzt auch nochmal neu. Dann, damit ich auch nochmal hier ein bisschen bessere Orientierung habe, beziehungsweise mache ich hier mal Stopp. So, das hat er, glaube ich, nicht gut gefunden, hier jetzt irgendwie da wegzudrücken und dann ja, kommt er noch, oder? Ja, Pause und Stopp. Das scheint er irgendwie nicht so witzig zu finden. So. So, mal gucken, ob ich das jetzt hier irgendwie, muss mal kurz neu starten, vermutlich. So, das Ganze noch einmal.
Also das ist natürlich, muss man dazu sagen, das History Trading ist ja eigentlich dafür nicht wirklich gemacht, sondern es ist ja halt so ein bisschen zweckentfremdet an der Stelle. Und deswegen können da schon mal solche Sachen auftauchen. So, dann versuchen wir das nochmal. Ja, jetzt gehen wir hier unten nochmal auf Strategietester. Jetzt ein Klick nach dem anderen. Ja, besser ist das. Ja, der ist da manchmal ein bisschen mit überfordert. Das stimmt, der Zeitraum stimmt natürlich jetzt auch nicht mehr. Ja, ist egal. Ich starte jetzt irgendwo in irgendeinem Zeitraum. Und ist ja nicht so. Oh, falsches Instrument. Jetzt erstmal den DAX hier reinziehen. Haben wir den denn? Oben war er doch irgendwo. Genau. So, nochmal 5 Minuten. Und hier mal bis heute. Fangen wir einfach mal irgendwo an. Ist vielleicht gar nicht so doof, weil dann weiß ich auch nicht, was passiert. Und kann man es vielleicht sogar ein bisschen besser demonstrieren. Weil ich natürlich auch nicht jeden Handelstag da auswendig kenne, Gott sei Dank nicht. Und na komm. So, da ist er doch. So, ja, die Einstellung hat er auf jeden Fall gemerkt, das passt doch schon mal. Mache ich unten das nochmal weg. Das brauchen wir auch nicht. So, den ganzen Kram hier brauchen wir auch nicht unbedingt. So, und zwar die Handel aus der Unschärfe. Das heißt, ich mache aber hier mal zur Orientierung, mache ich hier kurz mal was rein. Und zwar STX30, das ist so ein Add-on, das gehört übrigens zum Stereo Trader dazu, muss man nur separat runterladen. Und zeigt mir jetzt hier zum Beispiel so ein paar Sachen, also ich bin jetzt hier nochmal im DAX, so ein paar Sachen im DAX an. Also hier zum Beispiel die Open Range, Kassaeröffnung und solche Geschichten halt eben. Und hilft auf jeden Fall, so ein bisschen mehr Überblick über das Geschehen zu haben. Habe ich jetzt auch hier nur gemacht, damit ich auch ein bisschen mehr Überblick habe. So, ich gehe jetzt hier mal in den nächsten Tag. Und da sind wir jetzt auch schon. So, und zwar Unschärfe heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in so einer Situation wie hier, ja, sage ich, okay, ob das jetzt stimmt oder nicht, das lassen wir jetzt auch mal dahingestellt, das Ding geht hier short. So. Und dann kann ich ja sagen, gut, ich gehe dann halt irgendwo, also Positionsgröße jetzt bitte mal ignorieren, ja. Das ist ja nur hier ein nicht mehr vorhandenes Konto. Das heißt, ich sage zum Beispiel, mein Reaktionspunkt ist, oder machen wir es umgekehrt, da hier gerade andersrum dreht, wenn der Long geht, korrigiert da bis dahin und dann habe ich Stop-Loss 10 Punkte und wenn das nicht geht, dann habe ich Pech gehabt. So, das ist ja so die klassische Variante oder eben umgekehrt. Wenn er dahin geht, gehe ich short und bei 10 Punkten bin ich raus und ansonsten habe ich halt Pech gehabt. So, machen wir das mal. Gucken, ob das eine gute Idee ist, ob das hier funktioniert hätte mit den 10 Punkten. Ist natürlich der Vorwurf, die Satz natürlich funktioniert erstmal. Ah, nee, doch nicht. Okay. Oder? So, zack, keine gute Idee gewesen. War dann doch ein ganz gutes Beispiel. So, das ist ja der normale Weg. Ja, fliege ich raus und das war's. Und liegt ja einfach daran, ich meine, man kann es ja nicht wirklich genau vorherbestimmen, wo dann letzten Endes so eine Reaktion da ist. Ja, mal angenommen, man ist long. Man weiß ja nicht mal, ob das Ding long geht. Ja, das ist ja nochmal die ganz andere Geschichte. Und sowas kann man natürlich in der Unschärfe auch handeln. Und da bietet der Stereo Trader zum Beispiel die Funktion, mit Grids zu arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also bis hier noch weiter long ist egal, könnte aber funktionieren. Sagen, okay, wenn er da nochmal hingeht, dort wäre mein erster Long. Also das heißt, natürlich macht man das dann nicht mit voller Positionsgröße, sondern macht das dann halt mit kleinen Orders, weil ich ja nicht weiß, reagiert er jetzt hier, reagiert er da oder da unten oder hier oder überhaupt nicht. Ja? Und wenn ich dann jetzt hier unten in dem Bereich, da wo jetzt die Maus ist, wenn ich die Control-Taste bzw. STRG-Taste gedrückt halte und dann packt er mir hier einen Grid hin. Ja, das heißt also hier einen ganzen Stapel an Orders und die auch alle miteinander verkettet sind. Und das hat natürlich den Vorteil, ich bin nicht so genau auf einen Punkt angewiesen an der Stelle. Ja, also es spielt jetzt keine Rolle, ob der jetzt irgendwie 5 Punkte tiefer halt dann korrigiert oder entsprechend direkt an dem Punkt, sondern kann mir hier. Also worauf man natürlich achten sollte, ist, dass man hier nicht hier überall, wenn man 10.000 Euro Konto hat, dann hier überall 10 Euro Punkt, das kann dann schon mal daneben gehen. Muss aber auch nicht, werde ich auch gleich noch erklären, warum.
Aber so kann ich dann halt eben, wenn es mir hauptsächlich darum geht, irgendwo ein Entry zu haben und den nachher auszubauen, kann ich mich mit genau so einem Grid eben in der Unschärfe dann entsprechend abholen lassen. Short natürlich genauso. Versuchen das mal ebenfalls. Und dann sieht man vielleicht auch gleich, was da wie das Ganze funktioniert. Die Orders sind jetzt hier alle in einem Abstand, den kann ich hier einstellen. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon kurz gezeigt, aber trotzdem werde ich jetzt hier mal näher drauf eingehen. Und zwar hier bei, jetzt muss ich selber überlegen, Kurs und Strip müsste das sein, genau. Dort steht Grid Orders, das ist nämlich genau die Geschichte hier, Order Abstand 4 Punkte, Limit Progression, Stop Progression auf 0, auf 1 und das Pullback von jeder einzelnen Order ist auf 1. So, und die sind verkettet. Und vielleicht kriegen wir es jetzt mal hier demonstriert. Also daher kommt der Abstand, ja, den man entsprechend einstellen kann. Und das heißt, dann kann man natürlich auch genauso gut 10, 20, 100 Punkte oder was auch immer man da machen möchte, entsprechend einstellen und kann sowas dann tatsächlich dann auch so handeln. Ja, also das ist schon, ich sag mal, das mag jetzt natürlich nicht irgendwie gang und gäbe sein, so zu handeln und viele schreien da auch, oh, Margin Call, wenn die alle gefüllt werden. Nein, die können nicht alle gefüllt werden auf einen Schlag, weil die verkettet sind. Das heißt, also wenn der jetzt hier unten hinkommt oder da oben und dann wird die erste Order gefüllt bei dem Rücklauf. Das heißt, also das ist ja, wenn ich jetzt hier draufklicke auf die Order, bei Bearbeiten sieht man ja auch, die hat ein Limit Pullback. Das heißt, die wird ohnehin erst beim Rücklauf gefüllt. Und die zweite kann erst gefüllt werden, wenn die erste gefüllt ist. Und wenn die erste runtergeschoben wird, wird auch die zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter runtergeschoben. So, vielleicht sehen wir es jetzt hier an der Stelle. Falls wir jetzt hier nochmal ein neues Tief kriegen, wäre eigentlich prädestiniert dazu, um da mal kurz nach unten ein bisschen durchzurutschen. Macht er jetzt dann halt natürlich nicht. Nochmal einen kurzen Moment Geduld. Vielleicht gelingt es ja trotzdem noch. Und das heißt, ist ebenfalls halt durch Limit Pullback habe ich halt einfach auch x Chancen, über überhaupt meine Position an der Stelle nachzudenken. Das heißt, gewinne auf jeden Fall Bedenkzeit, habe natürlich auch hier einen gewissen Average, also einen Durchschnitt, den ich mir bilde. Aber bitte nicht zu verwechseln mit gnadenlosem Verbilligen. Ja? Natürlich passiert das hier an der Stelle, keine Frage. Aber man kann es ja gezielt machen. Ja? Also man muss ja nicht immer an einer Stelle mit der gesamten Position rein. Man kann ja die Position entsprechend auch aufteilen. Und dass man halt so ein Risiko hat, dass dann halt eben durchgängig gleich ist. Ich muss jetzt hier nur, da war ich jetzt gerade ein bisschen langsam, den Stop-Loss mal kurz irgendwie anpassen. Ja. So. Jetzt sieht man es schön. Ja? Wird einfach nach unten durchgedrückt. Das heißt, das ganze Paket wandert hier runter. Ja, kann auch ganz gemütlich meinen, ich hatte Order dran, wollte ich nicht. Kann auch genauso meinen Stop hier entsprechend anpassen, so wie es jetzt hier zur Positionierung passt, ja, weil mein Average rutscht ja auch entsprechend tiefer. Und genauso wird die halt gefüllt. Wie man sieht, sind hier zwei gefüllt worden, obwohl er bereits wesentlich weiter in das Paket da reingelaufen ist. Ja. Und das ist zum Beispiel halt entsprechend Handel aus der Unschärfe, wenn ich nicht genau weiß, wo das Ding reagiert, aber unbedingt eine vernünftige Positionierung, eine Long-Positionierung haben will. Und dann kann man sowas natürlich verwenden, weil das reicht ja letzten Endes, es geht mir nur um den Einstieg, den kann ich ja hier oben jetzt weiter ausbauen. Kann dann sagen, okay, auf, dann machen wir hier oben, gehen wir weiter long an der Stelle, lass mich dann nochmal einstoppen und pyramidisiere dann zum Beispiel meine Position jetzt hier im Positiven, vorausgesetzt, er geht weiter long und angenommen, meine Gesamtpositionsgröße wäre jetzt hier mein Plan irgendwie mit 10 Euro pro Punkt. Da kann ich natürlich hier in dem Rauschen, ja, kann ich mir die dann halt tatsächlich so zusammenbauen. Also, dass jetzt hier unten nochmal hinkommt, würde ich jetzt für eher unwahrscheinlicher halten. Also wahrscheinlich ist dann doch eher, dass er jetzt hier erstmal nach oben geht. Und so kann ich mich dann hier oben jetzt einfach weiter ausbauen, habe aber einen vernünftigen Einstieg hier an der Stelle, habe mein Risiko begrenzt, ohnehin durch die Limit Pullback und habe hier unten halt entsprechend meinen Average gebildet. Und für sowas kann man zum Beispiel entsprechend Handel aus der Unschärfe dann halt eben machen. Und solange man da halt auch nicht komplett irgendwie jedes Mal daneben liegt, ja, und sich da halt echt mit den Positionen da auch zusammenreißt
Und kriegt man da wirklich halt auch oft gute Ergebnisse hin. Ist natürlich eine ganz andere Art und Weise zu handeln, ja. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch gar nicht so unklug, so zu handeln. Weil ich einfach nicht das Problem habe, ja, dass jetzt hier zum Beispiel am Widerstand, dass ich mir so viel, wahnsinnig viel Gedanken drüber machen muss, wo setze ich jetzt eigentlich meinen Stop an der Stelle hin. Sondern da ich ja nicht voll positioniert bin, kann ich mir erstmal angucken, wo landet überhaupt mein Break-Even, kann den Stop erstmal weit genug weghalten und habe einfach nicht das Problem, dass ich dann halt mit einem Punkt ausgestoppt werde und das Ding rennt dann doch nach Norden. Ja. Kennen wir alle, das ist ja gang und gäbe, dass es leider genauso oft so funktioniert und das auch nicht zu selten. Und so kann man natürlich dann halt sich wesentlich bequemer da auch in den Markt auch entsprechend einarbeiten. Und wer das halt mal probieren will, also hier im Tester, ist es eigentlich ganz gut, um da auch mal ein bisschen Gefühl für zu kriegen. Und da kommt halt wirklich tatsächlich auch im Durchschnitt mehr dabei raus, wenn man das richtig einsetzt, wie wenn man halt wirklich klassisch arbeitet. Ich habe dazu auch mal irgendwann einen Backtest gemacht und der ist auch auf der Homepage auch mit drauf, wo man das halt auch ganz deutlich sieht, wie da halt letzten Endes das Resultat aussieht, wenn man halt mit so einer Methodik, ja, also wenn die vollautomatisiert ist, die jetzt hier nicht, das ist manuell, man kann das auch vollautomatisieren, aber dazu müssen wir dann wirklich im anderen Webinar nochmal drauf eingehen und das bringt definitiv was, ja, weil mich das Rauschen halt hier einfach nicht immer sofort aus dem Markt rauskickt und ich dann auch jetzt wie hier zum Beispiel an der Stelle hätte ich schon längst sagen können, ja, komm, der kommt irgendwie nicht da oben raus, ich bin mal raus aus meinem Long. Ja. Also ich meine, es ist ja hier 40 Punkte, sieht man jetzt hier gar nicht so deutlich, aber ist schon eine Menge Holz. Und wenn man das im Tester als Beispiel macht, ich kann das jetzt hier mal kurz demonstrieren, keine Ahnung, ob das jetzt gut aufgeht, aber oft kommen dann wirklich gute Ergebnisse bei raus. Ich sage jetzt hier einfach mal, ich traile die Nummer hier immer bei 10 Punkten einfach mal weg und mache mal permanent solche Orders. Ich muss hier noch ein bisschen was umstellen, damit mir das Bild nicht gleich abhaut. Und da wird man sich echt wundern, was dabei rauskommt. Also das ist halt echt schon interessant. Also ich mache das hier mal ein bisschen schneller laufen, die Geschichte hier. Mal gucken, was hier geht. So, dass man noch ein bisschen was sieht wenigstens. Und die Trefferquote ist halt tatsächlich höher. Also ich habe da auch schon auch mit anderen drüber gesprochen. Also man glaubt gar nicht, wie viele solche Funktionen tatsächlich auch suchen. Auch ein ganz bekannter, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hier nennen darf, aber bekannt für die Markttechnik und kann sich jeder, glaube ich, schon denken, wer es ist, hat auch gesagt, das ist eine super Funktion, die halt echt einfach in anderen Plattformen auch vermisst hatte und die immer gerne irgendwie gehabt hätte. Und weil es halt einfach Sinn macht, sich in so einer Unschärfe halt einzudecken und weil halt eben genau diese Spielchen halt immer stattfinden, das halt eben, dass man halt ausgestoppt wird und eben jetzt nicht genau weiß, okay, habe ich ein Retracement bei 50, habe ich ein Retracement bei 40 oder nach Fibo hier und da und wie man hier sieht, ja, ich klicke hier einfach nur so ein bisschen wahllos in der Gegend rum und das Ding läuft halt, ja, also kann natürlich jetzt auch mal sein, dass er mal ganz runter geht und dann ist dann halt eben nicht so, aber jetzt natürlich hier ein Stop-Loss, den muss ich hier mal kurz ausschalten, weil der passt natürlich mit 10 Punkten jetzt hier nicht, das ist nur die Voreinstellung. Wenn ich den jetzt aber hier mal umstelle, den initialen Stop, zum Beispiel auf 40 Punkte, einfach nur mal irgendwie der Tester, der kommt irgendwie mit den Zahlen nie so, mit dem Zahlenblock hier nie so gut klar. Muss ich leider ein bisschen hochklicken, von Hand zu Fuß. So, und schon wieder irgendwie ein Winner. So, das Ganze nochmal. Das war die falsche Richtung. Weg da. Ja, weil halt, ich meine, er bewegt sich halt nun mal meistens ja in Schwüngen. Ne? Und genau diese Schwünge kann man natürlich mit sowas dann halt auch ganz gut abholen. So, sieht man immer wieder schön, wie der Block halt nach unten geschoben wird. Das heißt, man hat hier halt einfach tatsächlich nicht wirklich das Risiko, da halt hier irgendwo massiv rauszufliegen. Und man kann es übrigens so anwenden, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die erste setze, ja, und dann mit Control darunter, da würden dann die anderen platziert werden. Das ist die eine Möglichkeit. Ich kann es aber auch sofort machen. Das heißt,
wenn ich sofort hier unten Control klicke und dann hängt er sich an den aktuellen Kurs dran. Ja, sieht man jetzt auch, geht dann direkt bis ganz oben hin und nicht bis an die erste Order, die da schon da war. Ob das jetzt hier eine gute Idee war, weiß ich nicht. Hätte ich live jetzt erstmal auf jeden Fall so nicht gemacht. Der kann jetzt tatsächlich dann schon mal ein bisschen tiefer rein. Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber selbst hier, ja, sieht man halt irgendwie, ist natürlich von der Positionsgröße ein bisschen übertrieben, aber sieht man halt, ja, man hängt halt immer wieder irgendwo am Average halt irgendwo dran, ja, und hat halt echt immer eine gute Chance, da halt irgendwo dann auch nochmal rauszukommen, auch wenn es dann vielleicht irgendwie gerade nicht so eine gute Idee war. Ich kann auch hier mal einfach alles auflösen, was schon mal irgendwie im Plus ist, kann die Position nochmal verkleinern, kann nochmal so ein Päckchen setzen, wenn ich das will. Das nochmal hier drunter, wo läuft jetzt tatsächlich dann auch hoch, okay, und wieder raus. So, und bisher irgendwie hier Trefferquote 100% und klar, es ist halt hier der Tester, ja, aber ich mache hier nichts anderes, als versuche halt in die Schwünge da halt immer irgendwo reinzukommen. Und zum Beispiel hier wäre es dann vielleicht geschickt, das jetzt hier oben so zu machen, ja, also im oberen Widerstand, weil das ist ja auch typisch ist, drüberlaufen und dann nochmal korrigieren oder hier unten genau das gleiche in grün, da nochmal irgendwo hinten. So, das soll eben mal reinlaufen. Mal gucken, was er davon hält. Ich mache ein bisschen größer nochmal hier. Vielleicht nur ganz kurzer Zusatz für alle Windows-User. Also Control ist die STRG-Taste auf der Tastatur, ja, Steuerungstaste. Genau. Ich habe es vorhin einmal schon mal korrigiert, wo ich selber gemerkt habe, ich glaube, ich habe es Control gesagt. Ja, ich bin hier tatsächlich am Mac unterwegs und habe das hier unter Parallels laufen. Alles gut, ich wollte es nur nochmal reinbringen, weil auch die Frage nochmal kam. Ja, so, hier sieht man nochmal irgendwo unten im Average, ja. Und so geht es halt immer weiter. Also wie man sieht, so ganz doof ist das nicht so zu handeln. Ne? Also wenn man hier schon tatsächlich dann halt auf die Schnelle solche Ergebnisse halt irgendwie hinbekommt, ohne jetzt hier großartig im Chart rumzumachen, sondern einfach nur darauf aus, dass hier die Schwünge irgendwo abzuholen. Und ich meine, das ist ja das, was so ein DAX eben halt auch treibt, ja, schwingt rauf und runter. So, darf es natürlich nicht übertreiben, muss auch irgendwann sagen, okay, war vielleicht nicht so gut, lasse ich mal an der Stelle. Und aber man hat ja Bedenkzeit, dass hier ist jede Kerze 5 Minuten, das geht hier natürlich alles viel schneller als in echt. Ja, von daher ist es natürlich jetzt nicht so ganz wahr, was ich hier zeige, beziehungsweise ich habe hier gar keine Zeit, jetzt nachzudenken, weil sind ja jedes Mal hier 5 Minuten um, das ist halt ein bisschen viel. Ja. So, aber trotzdem hat schon wieder funktioniert. Wenn man sich das nochmal anguckt, das war eine kleine Frage von mir. Die Positionsgröße muss man natürlich vorher einstellen, ne? Weil der wählt dann jedes Mal natürlich das, was eingestellt ist. Ne? Genau, also ich habe jetzt hier oben 2 Euro pro Punkt, die kann man natürlich einstellen, wie man will. Macht vielleicht auch dann Sinn, halt mit dem DAX Mini, mit den Mini-Kontrakten dann halt zu handeln. Und wenn man dann natürlich wesentlich besser skalieren kann. Was man auch machen kann, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Es ist eingebaut, ja. Und man kann nämlich hier zum Beispiel auch eine Progression einstellen. Ja? Also das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich habe hier Limit-Progression und Stop-Progression. So, was heißt das? Limit-Progression 1,0 bedeutet, jede weitere Order wird in der Positionsgröße mit dem gleichen Wert angepasst. Ich könnte natürlich auch hier eine kleine Progression reinbauen und dann sagen, okay, je tiefer er kommt, umso größer die Order, ist aber ganz klar riskant. Ja? Also deswegen steht es auch hier auf 1 und ist eigentlich eher dazu gedacht, um mal zu gucken, auch im Backtest, wie es nicht funktioniert, ja, weil es keine gute Idee ist, meistens mit einer Progression zu arbeiten. Man kann es einstellen, ja, und aber wie gesagt, eigentlich eher um zu gucken, was da am Ende bei rauskommt, nämlich oft nichts Gutes. Und deswegen ist hier entsprechend eingestellt ein Wert von 1. Ich kann es halt ja hier mal knüppelhart, ja, also zum Beispiel, wenn man halt mal solche Strategien ausprobieren will, wie Martingale oder so als Beispiel, ja, eine typische Casino-Nummer, dann bräuchte ich hier eine 1,33, weil das halt dazu führen würde, dass jedes Mal, wenn mein Limit erreicht ist, meine Position verdoppelt ist. Also hier der Strategietester mit den Eingaben macht mich so ein bisschen wahnsinnig. Und da wird man sehen, dass das Konto im 0, nix ist es halt platt. Ja. Aber wer das halt mal ausprobieren will, der kann es ja einfach mal damit machen. Und weil es natürlich dann leider Gottes so Strategien sind, die es ja nun mal gibt und die aber natürlich auch nicht funktionieren.
Ganz klar. Also im Backtest kriege ich das natürlich auch hin, ja, dass es funktioniert, aber in Live würde ich lassen. Und dann führt es eben dazu, ich zeige das nur trotzdem mal kurz hier wirklich zu Demonstrationszwecken. Wenn ich jetzt hier als Beispiel die erste Order, ich habe jetzt eine Progression eingestellt von 1,33, die kriegt er natürlich nicht ganz dargestellt, hier oben wegen der Positionsgröße halt nicht, aber trotzdem wird man es halt sehen. Ich setze jetzt hier mal die erste, nochmal 2 Euro pro Punkt. Und wenn ich jetzt das Grid zusammenpacke, dann sieht man, dass hier ganz schön was los ist. Ja. Das heißt, 2 Euro, 2 Euro, 3, 3 und so weiter und die letzte hat 133 Euro pro Punkt. Ja. Das wäre eine Progression und die geht auch garantiert in die Hose. Ja. Und es macht vielleicht Sinn, das ganz minimal zu progressieren. Kann Sinn machen, weil man hat ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, das Grid zu bearbeiten. Ja. Also das macht auf jeden Fall mit Sicherheit gar keinen Sinn. Ja. Also läuft es einmal da rein und ist wahrscheinlich auch hier sofort die Sache zu Ende. Was aber zum Beispiel halt Sinn macht, wenn man zum Beispiel so ein Grid nur benutzt, um jetzt zum Beispiel halt ganz gezielt sich an Punkten irgendwo abholen zu lassen. So, wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, minimale Progression irgendwie 1,05, ja, und dann habe ich da kaum eine Änderung in der Positionsgröße, ja, obwohl das selbst da merkt man es schon deutlich, ne? Oder hat er es jetzt nicht angenommen? Doch, ich denke schon, ne? Selbst da passiert schon recht viel, ist auch viel zu viel. Also am besten, steht auf 1,3. Das war der Wert da nicht, 1,1. Mal kurz zu zeigen. So, das heißt hier die erste Order und da die nächste. So, da passiert natürlich nicht viel. Ne? Da habe ich halt irgendwo eine Steigerung von 2 Euro pro Punkt bis hoch auf 6 Euro pro Punkt. Aber letzten Endes muss man natürlich auch hier die Summe sehen. Wobei, das passiert ja nicht, ja, also das würde nicht hier gefüllt werden, sondern wird sich über eine größere Range halt strecken und es muss einfach zum Konto passen, ganz klar. Aber so könnte man natürlich auch genauso gut dann hingehen und sagen, ja, pass mal auf, hier ist jetzt meine, ich mache die mal hier ein bisschen langsamer, der rennt mir nämlich die ganze Zeit weg. Ich muss zum Beispiel sage, okay, an der Kassamarke gehe ich long, aber ich suche mir noch ein paar andere. Das heißt, ich platziere erstmal mein Grid hier. So, und das, was ich nicht brauche, mache ich mir weg. Und die anderen, die positioniere ich mir so, wie ich sie haben will. Hoppla. Ja, das heißt, ich muss die nicht an der Stelle lassen, sondern ich kann ja auch ganz genauso gut verschieben. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man das so macht, ist, dass die verkettet bleiben. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt hier auch irgendwie einen Sturz kriege, und dann hätte ich auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit, weil die Verkettung bleibt einfach da. Ja, und heißt, kann ebenso nicht passieren, dass dann halt eben komplett durchrutscht. Sieht man jetzt, ja, sieht man jetzt leider nicht gut. Aber wenn jetzt hier weiter runter geht, so, ne, schiebt nämlich dann trotzdem das ganze Paket mit runter. Die Verkettung ist immer da, solange die hier eingeschaltet ist und Limits verketten und solange hängen die auch miteinander zusammen und passiert da halt auch nichts. Ich habe jetzt hier, klar, wie gesagt, ich weiß, kein Stop-Loss eingeschaltet. So ist es natürlich nicht gemeint. Nur das jetzt hier im Tester umzustellen. Dafür muss ich gerade ein bisschen arg viel in der Gegend rumklicken. Deswegen habe ich den jetzt hier mal kurz weggelassen. Und wenn man sich das aber dann nachher auch mal im Ergebnis anguckt, ja, dann kriegt man halt solche Kurven mal raus. Ich zeige das mal eben, wie es aussieht. So ein typisches Ergebnis. Ja, das geht also nach oben. Ja, also man hat halt immer hier so solche die typischen Knicke halt drin. Und aber die Grundrichtung stimmt eben. Ja. Und wie man hier auch gesehen hat, sind das jetzt noch da ist, aber hier Trefferquote 11 zu 1 und entsprechend, ja klar, logischerweise jetzt hier halt auch Profit. Also es macht schon Sinn, sich mit sowas auch mal zu befassen und auch mal eben mit anderen Handelstechniken auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, einige bekannte Leute, die ihr auch kennt, aus Büchern, aus Vorträgen und also wirklich gute Leute, verwenden sowas auch, beziehungsweise vermissen es in anderen Plattformen und haben das hier zum Beispiel auch schon in hohen Tönen gelobt. Ja, das war die Grid Order. Das war dann noch das Kapitel, was wir hier noch zusätzlich aufgemacht haben. Man kann das auch noch viel weiter automatisieren, aber dazu gehen wir, darauf gehen wir dann in einem anderen Webinar ein, würde ich sagen, bevor das jetzt hier auch nochmal too much wird. Ja. Und aber vielleicht an der Stelle auch nochmal einen Anstoß, um eben halt auch mal neue Sachen auszuprobieren. Ja, also gerade, wenn, selbst wenn man das Grid so nicht verwendet, was ich jetzt gerade am Schluss gezeigt hat, wenn man aber die Orders zum Beispiel über ein Grid platziert, ja, und seine Position verteilt und die dann halt so verschiebt, dass es zu unterschiedlichen Einstiegen passt,
hat man höchstwahrscheinlich auch ein besseres Ergebnis am Ende. Das war das Stichwort, am Ende. Sehr gut. Haben wir auch wirklich viel heute durchgenommen. Viele Informationen, die natürlich auch erstmal verarbeitet werden müssen. Aber dazu natürlich dann die Aufzeichnung, die sobald, so schnell wie es geht, dann auch online kommt. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich bei dir, Dirk. Ja, alles super erklärt und nach wie vor immer noch ein super Tool. Also kann man nicht anders sagen. Und ich bedanke mich bei den Teilnehmern, dass sie heute anwesend waren, auch wenn draußen so ein schönes Wetter ist. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, viel Erfolg noch und Dirk, du hast das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite hat es immer Spaß gemacht. Ich hoffe, es war verständlich und ja, wünsche auch noch einen schönen sonnigen Abend. Sonne scheint ja, glaube ich, überall, soweit ich weiß, auch in Deutschland und macht was draußen. Ansonsten natürlich viel Erfolg beim Trading. Bis zum nächsten Mal.